Ja, Leute, herzlich willkommen beim Bastelschwaben. Heute haben wir wieder mal ein Thema, eine Maschinenvorstellung. Zurzeit mache ich fast nichts anderes, weil ich einfach so viele Maschinen gekauft habe. In dem Fall ist es Record Power DS300. Es gibt einige Gründe, warum ich mich für den entschieden habe. Einer davon ist, dass ich mir beim Maschinenhandel Meier ein ziemlich großes Paket an Maschinen gekauft habe. Und da sind eben die meisten eben Record Power Maschinen. Ich habe mir die Maschinen alle vorher ein bisschen angeschaut und habe die auch testen können und bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die ganz in Ordnung sind. Ich konnte auch diesen Tellerschleifer beim Maschinenhandel Meier probieren, habe ihn laufen lassen, habe was geschliffen damit, war soweit sehr zufrieden. Dann habe ich ihn mir mit nach Hause genommen und habe gesagt, ich möchte ihn umbauen, weil ich möchte Glättscheiben und keine Klebescheiben drauf haben. Und dann habe ich den mit Klebescheiben versehen und siehe da, plötzlich funktioniert meine Absaugung nicht mehr. Nämlich, und das zeige ich euch mal kurz, die Absaugung ist zu nah am Schleifband, am Schleifblatt. Und durch das, dass ich jetzt noch ein Glätt drauf gemacht habe, streift das Ganze. Was für mich jetzt fast unmöglich ist. Man hört es jetzt, ich weiß nicht, ob man es hört. Man hört es jetzt streifen, also das streift stellenweise die Absaugung. Wie gesagt, wir sind hier beim Bastelschwaben und der Bastelschwabe macht sich das passend, was nicht passt. Und so bin ich hergegangen und habe mir ein Mini-Projekt draus gemacht. Und wie das Ganze funktioniert, da habe ich ein eigenes Video, das verlinke ich euch. Da könnt ihr euch das anschauen. Ich habe mir nämlich auf die Schnelle, und ich meine wirklich Schnelle, das ist ein 15-Minuten-Projekt, habe ich mir einfach einen Absaugkasten gebaut, den ich mit 4 Neodym-Magneten ganz einfach an das Gerät hinmache. Passt perfekt, ist wirklich dicht die Absaugung und funktioniert. Es ist ein Traum. Vor allen Dingen habe ich jetzt den Vorteil, ich mache den Tisch nicht weg. Ich wechsle meine Schleifscheibe, ich gehe einfach da unten her, nehme meinen Absaugkasten weg und dann hat sich das Ganze. Das ist ein Gadget, was sich im Heimwerkerbereich vielleicht mal die Firma Record Power mal überlegen sollte, ob man sowas nicht von Haus aus anbringen sollte, weil es ist die bessere Absaugung. Der Absaugkanal, der wird an der Scheibe, habe ich hier ganz normaler Kombriband genommen und habe das Kombriband draufgeklebt. Wenn jetzt das Kombriband ein kleines bisschen an der Schleifscheibe anliegt, ist mir das egal. Aber ich erzeuge hier in dem Bereich, wo ich schleife, eine hundertprozentige Absauglinie und dadurch saugt er auch wirklich so konsequent ab. Da hinten ist natürlich das Rohr ein kleines bisschen kleiner als wie das im Gussteil. Da habe ich einfach ein 2 mm Moosgummi draufgeklebt und habe es einfach reingemacht. Die Absaugung ist so schnell hingemacht und abmontiert, dass es ein Traum ist. Wie gesagt, zu dem Bau habe ich ganz einfach ein Video gemacht. Schaut es euch einfach kurz an. Über das Arbeiten mit dem Tellerschleifer muss ich sagen, ich bin begeistert, weil ich habe es noch nicht einmal, das zeige ich euch, der ist nur ein bisschen schwer zum Händeln, weil er wirklich schwer ist. Der hat hier eine Stahlkugel, wo man die gängigsten Winkel einstellt. Und was bei dem halt wirklich schön ist, ich drehe da oben die Schraube auf und dann drehe ich den. Ich habe jetzt auf der anderen Seite habe ich noch eine Anschlagschraube. Wenn man das braucht, kann man da drüben die Anschlagschraube rausmachen, dann kann man den Tisch auch in die Richtung neigen. Wer das braucht, ich brauche es nicht. Ich sehe da drin nicht wirklich einen Vorteil, außer es gibt einen, aber ich weiß es nicht. Ansonsten ist das Teil für mich ein Traum zum Schleifen. Die Schleifteller, die sind mit einem kleinen Trick, das zeige ich ja ebenfalls in einem kleinen Video, ruckzuck gewechselt. Der Trick ist so banal, ich habe mich da lang genug geärgert, dass ich jedes Mal den Tisch weggeschraubt habe, den Schleifteller aufgeklebt habe oder aufgesimmelt habe, dann den Tisch wieder hingemacht habe. Das hat mich jedes Mal geärgert, weil ich oft auch mal hergehe und sage, ich brauche jetzt ein feines Schleifpapier für ein Projekt und danach brauche ich wieder ein gröberes. Das heißt, ich wechsle die Scheiben auch öfters. Aber wie ich das mache, das zeige ich auch in einem ganz kleinen Clip. Auch den einfach unten auf den Link klicken, dann seht ihr. Es ist wirklich eine schöne Sache. Ja, warum kaufe ich mir dann Record Power für 220 Euro?
Ich habe mir schon andere Tellerschleifer bestellt gehabt und nach Hause geliefert, und ich war da schon wo und habe mir eine angeschaut. Und für mich gibt es halt ein paar Sachen, die für mich wirklich wichtig sind, und die zeige ich euch. Das ist ein 800 Watt Motor. Klar, andere haben 750 Watt Motoren, sei es drum. Was ein Motor aufnimmt, ist immer eine Sache. Es ist immer die Frage, was ein Motor abgibt. Und die Stromaufnahme und die Stromabgabe, die klaffen gerade bei diesen Billiggeräten sehr weit auseinander. Es ist ein Stahlgusstisch in einer wirklich verwindungssteifen, sehr stabilen Ausführung. Der ganze Korpus ist aus einem Stück gegossen, inklusive die Füße. Es ist eine unheimlich verwindungssteife und eine stabile Konstruktion. Der ist vielleicht auch in China gefertigt und schaut vielleicht auch optisch wahrscheinlich so aus wie der eine oder andere. Möchte ich dem gar nichts abtun. Heute lässt jeder alles in dem Bereich in China fertigen. Und alle werden in einer Fabrik gefertigt, hätte ich beinahe gesagt. Was für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ist, und das zeige ich euch, das ist, ich lasse ihn jetzt mal laufen, dass ihr euch mal ein Bild über die Laufruhe machen könnt. Das ist mit dem Mikro natürlich immer ein bisschen so eine Sache für sich, ob man das an Mann bringt oder nicht. Ich lasse ihn laufen und versuche dann während dem Mikro noch was zu sagen, um dass ihr ungefähr ein Verhältnis zur Lautstärke bekommt. Also, ihr seht, ich lege jetzt extra dieses Teil auf die Spitzen. Da wandert nichts auf dem Tisch, der läuft ruhig. Unheimlich kraftvoll. Gut, die Schleifscheibe, die habe ich jetzt nicht zentrisch drauf. Und was halt für mich ein ganz großer Punkt ist, und das ist was, das nutze ich wirklich, die Bremse. Die Bremse ist ein Traum. Ja klar, soll sich jeder seine Meinung machen über einen Tellerschleifer, ob er einen braucht oder nicht, oder ob er so einen großen braucht. Ich brauche so einen großen. Ich möchte über kurz oder lang möchte ich den Scheppach da hinten ablösen. Also den möchte ich wegtun, den Scheppach, weil der mir nicht wirklich die Vorteile bringt, die ich gesucht habe. Und ich habe mir eben das Maschinenpaket gekauft beim Maschinenhandel Meier, und da ist eben auch dieser Tellerschleifer dabei. Und dass ich da eben die Absaugung umbauen habe müssen, das war ein 15-Minuten-Projekt, das mir sogar noch unheimlich Spaß gemacht hat. Und ich habe jetzt wieder eine Maschine, die habe ich für mich angepasst, und ich bin mehr als zufrieden damit. Das war es halt schon. Ich will da gar nicht viel mehr dazu sagen. Was soll man auch zum Tellerschleifer dazu sagen? Wenn er einen sucht oder wer einen brauchen kann, sollten sich gerne mal anschauen. Ich würde ihn mir, obwohl ich die Absaugung umbauen habe müssen, sofort wieder kaufen, weil das eigentlich von der Laufruhe her und von der, man hört es an den Lagern und am Motor schon, dass das eine andere Qualität ist, als wie diese Billiggeräte. Wie gesagt, einen habe ich mir bei einem Händler angeschaut, einen billigen, und einen habe ich mir bestellt und kommen lassen, und den habe ich wieder zurückgeschickt. Und für mich ist es so, ich gebe lieber 50 Euro oder 40 Euro oder 30 Euro, was der mehr kostet, mehr aus und habe dann dafür einen vernünftigen Schleifer. Dazu kommt eigentlich noch, dass ich gerade im Zubehörbereich, ich habe mir ein ganzes Paket Schleifscheiben dazu gekauft. Die Schleifscheiben, die sind beim Maschinenhandel Meier eigentlich sehr günstig, muss ich sagen. Ich war überrascht, zu welchem Preis der mir die dazugeben hat. Sei es darum, dass sie zum Paket gehören oder dass die wirklich so günstig sind. Wie man den Schleifteller wechselt, da mache ich ein kleines Video draus, das zeige ich euch extra. Ja, das war's für mich heute schon. Ich werde euch jetzt noch ein ganz kleines Stück schleifen, nur um zu demonstrieren, wie die Absaugung funktioniert und zum demonstrieren, wie die Schleifleistung ist. Viel mehr kann ich zu so einem Tellerschleifer gar nicht dazu sagen. Mein Fazit zu dem Tellerschleifer ist, auch mit der umgebauten Absaugung, die für mich eigentlich mehr ein Spaßprojekt war, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat, habe ich jetzt einen Tellerschleifer, den ich ohne zum Überlegen sofort nochmal kaufen würde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und verbleib euer Bastelschwabe. Tschüss! So. Die Absaugung habe ich mir ja so modifiziert, dass sie wie immer passt für mich.